Okay, es geht weiter. Leider habe ich jetzt instinktiv die Taste gedrückt, die hätte ich nach abräumen können, so ein Mist. Boah, der hat mich fast gehabt. Ach, hätte da nicht noch ein bisschen was kommen können. Hätte es auch einen abgeben können dann. Aber so war es gerade so einer zu wenig. Ja, dafür hole ich mir hier das ab. Was geht es mit den Schießmaschinen wieder los? Die immer dann feuern, wenn man gerade da ist. Hier zum Beispiel. Hör, WTF! Ey, nee! Bla! Das hat ja vielleicht mal gesuckt. Oh nein, auch das noch. Da hätte ich jetzt nicht reingehen sollen. Oh nein, jetzt bin ich tot! Ey, nee! Sowas kann also auch passieren. Also da gehe ich nicht nochmal rein. So viel ist sicher. Ey, du Bastard! Ich bin doch auf dich drauf gesprungen. Wie soll ich denn den jetzt schaffen, wenn ich klein bin? Ach so. Wir halt mal hier lang. Ey, Alter, warum rennst du nicht mehr? Natürlich hätte viel mehr Münzen kriegen können, wenn das jetzt nicht passiert wäre. Toll. Na klar, muss ich natürlich den Pilz erwischen. Ich wollte eigentlich erst den Münzblock. Das hat ja vielleicht mal genervt. Fast hätte er den Sprung nicht geschafft. Das hat gesuckt. Aber jetzt wird's fehlig. Weil die Burg nämlich nicht geht. Dass ich hier irgendwie durchkommen kann. Ich werde jetzt nicht wahnsinnig sein und hier versuchen, alle Münzen zu kriegen. Nein! Ich habe mich verschätzt, so ein Mist. Nein! Jetzt wird's ganz schwer, dieses Level zu schaffen. Das gibt's ja nicht, dass der Pilz noch da ist. Ich hätte eigentlich schwören können, dass ich den gleich wieder verliere. Du und deine verdammten Feuerstriche! Wenn's die nicht gäbe! Es ist ja natürlich zu blöd, um da hochzuspringen. Toll.
Jetzt kommt der Feuerstrich so, dass er mir im Weg ist. Ey, warum springst du da nicht hoch, ey? Ja, sag mal, ist der zu blöd, um da hochzuspringen? Tatsächlich. Hä, na klar. Normalerweise wird es nicht gehen, dass er da noch in die Axt reinklebt. Also auf dem NES wäre das nicht passiert. Da hätte er mich jetzt nicht gehabt. Ah! Na klar, was hätte ich denn da machen sollen? Hey, du Bastard! Was bleibst du da aber auch hängen? Mann! Warum spiele ich denn so schlecht? Das gibt's doch nicht. Ach, weißt du was? Ich renne jetzt einfach durch, weil ich riskiere es jetzt nicht wegen ein paar Münzen, da nochmal getroffen zu werden. Ah, renn! Nein! Boah, nochmal Glück gehabt. Ah! Abgeböllert, du alter Bastard. Ich fehl viel zu oft. Weil ich nämlich so schlecht spiel. Und wer dieses Video jetzt guckt, wird sich nämlich totlachen. Weil so schlecht kann man eigentlich überhaupt nicht spielen. Also ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich jedenfalls nicht absichtlich so schlecht spiel. Hör, der bleibt dann wegen jedem Millimeter noch hängen. Auf dem NES wär's so, dass wenn er nur ein bisschen hängen bleiben wird, dann kann er dran vorbeispringen. Also wenn das so gewesen wäre, wie es auf dem NES ist, dann hätte es den letzten Fail nicht gegeben. Ey, nee. Und bestimmt wieder endlos lang kein Pilz mehr. So wie ich das Spiel kenne. Oh je, die 6-4 wird failig, das weiß ich jetzt schon. Und der Block nervt auch voll. Aber immerhin habe ich diesmal den Pilz gekriegt. Auf dem NES gab es alles den Fehler, dass man durch die Plattformen durchfällt. Ich hoffe mal, dass es den Bug hier nicht gibt. Achso, nein! Dafür gibt's aber den Bug vom Spieler, also den Spieler verursachten Bug, dass der Spieler so blöd ist und die Plattform weiter runtergehen lässt, sodass er den Sprung nicht mehr schafft. Super! Tuck, tuck. Ja, so muss man das nämlich machen. Und wenn mein einer Freund aus meiner Kindheit das nämlich gesehen hätte, wie ich gerade eben gefailt habe, dann hätte er sich wieder über mich lustig gemacht. So wie damals immer. Obwohl der das Spiel mit Sicherheit nie durchgezockt hat. Der hat es wahrscheinlich immer nur bis zur 1-4 geschafft und dann gefailt. Nein! Boah, nochmal Glück gehabt. Das war echt knapp.
Boah. Na klar. Oh nein! Was kommt das Teil aber auch? Ich hab gehofft, es gäb's in dieser Welt nicht. Vor allem hat's mich doch eigentlich auch nur gerade so berührt. Mann! Ist das nervig hier. Das hat einen Grund, dass ich mit den einfachen Charakteren angefangen habe. Wobei, als Ninja ist es nicht unbedingt einfacher als mit Mario. Als Ninja ist es sogar ganz schön schwierig. Wieder nicht dran gedacht, dass das halt ja auch noch kommt. Okay, jetzt kommt der letzte Cut.